Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal wieder mit Jay Chris. Hallo. Ja, ich hab dich gesucht, du bist so klein. Ja, und mein Name wir vergessen. Fahren einen Traktor mit einer Stummelkanone. Ein komisches französisches Konstrukt. Ein typisches französisches Konstrukt. Boah, so kann man es auch ausdrücken. Ja. Die einzige wirkliche Load hier. Addition, würde ich sagen. Stimmt, ja. Bin mal gespannt, wie es performt. Die Kanone ist für 1,3 echt übel. Die Munition leider nicht. Gott, wie klein du bist im Vergleich. Und jetzt werde ich von dem komischen M2 gedreht. Super, macht Spaß. Ach ja, War Thunder Spieler. Gerade direkt schon gesehen, das Ding hat eine übelst gute Nachladerate. Ja, ja. 3,7 war es, glaube ich. Ja, wir hätten auch gerne direkt eine Map gehabt, mit der man arbeiten kann, aber wir kennen ja War Thunder. Okay, ich glaube, hier müssen wir nicht langfahren, hier sind alle. Irgendwie sieht es ja knuffig aus. Vor allen Dingen der Typ hinten, der hinten rechts steht. Alter, dem sein Rücken muss wehtun. Ja, ne, der chillt doch einfach nur sein Leben da hinten. Ja, der ganz hinten ist der Beste. Ihr macht das schon. Ja. Aber stimmt, der rechts an der Kanone steht, der steht da auch echt im Still gestanden. So fast. Okay. Ich glaube, jetzt kann es gleich Aktion geben. Du hast dich, by the way, nicht auf Französisch vorgestellt. Nee, ich war verwirrt, weil du meinen Namen vergessen hast. Doch, ich hab Salut gesagt. Tschüss. Das Ding wackelt ganz schön. Ja. Guck mal da nochmal für alle Salut les Spectateurs. Ça va. Baguette, Croissant. Französisch genug. Ja, ja, Morgen Mappel, Seras, ne? Ich bin Mappel. Oh, da ist ein Panzer 3, links. Never mind. Ja, der ist tot. Der ist schon weg. Aber der A13, die Kanone klingt interessant. Ich finde die neuen Kanonen-Sounds sind okay, nur die Arti-Sounds, die gefallen mir gar nicht. Die sind zu krass mittlerweile wieder, finde ich. Die sind auch nicht mehr dumpf, also keine Ahnung, bei mir sind die, kommen die voll hell raus. Ja, ja. Als ob die nur Höhen hätten, aber keine Tiefen. Ja, ja, ist einfach nur noch klatsch. Ja, so ein bisschen Asitoni-Style. Ich keine Tiefen. Den kennt doch keiner mehr, oder? Stimmt nicht. Weißt du was? Nee. Okay, nein, Arm ist da schon sein. Ist da jemand? Hallo. Hallo? Oh, direkt vor mir ist was. Was, ich bin an dem Ding abgeprallt. Oh mein Gott. Na gut, jetzt habe ich mich so was getötet. Oder? Seine Kanone orange. Oh verdammt, ja, das sind noch mehr. Was der das jetzt? Ah, nee, das sind noch mehr. Das sind mehrere. Das ist wieder die komische Munition, die Franzosen leider im Lauf hier haben. Ja, das ist nur Rupture-Munition. Steht direkt vor mir und will mich. Der will mir seine HE in die Fresse lupfen. Hm. Komm schnell, beeil dich. Okay, er hat geschossen. Nehmen wir den D2. Eieieiei. Aua. Du Arsch.
Ja, leider ist man da auch ziemlich offen in dem Fahrzeug. Ja, ja. Muss da aufpassen. Da steht... Wo dürfte das sein? 4er-5er-Linie. Auf unserer Seite der Map steht dieses Mist-Ding rum. Also dieser italienische Flak, der Jeep. Okay. Aber ich habe jetzt Panzerung, deswegen. Achso, ja. Ja, ich nicht. Zieh mich! Zieh mich! Das ist schneller als ich. Was? Aber für diese Map wollte ich jetzt auch keinen Gutschein für das benutzen. Du sollst mich ziehen, habe ich gesagt. Du bist selber ein Trecker, du bist ja der Zieht. Ich bin aber unausgebaut. Außerdem bist du schneller als ich. Nein, bin ich nicht. Wie gesagt, bin unausgebaut. Egal, egal, egal. Oh, 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 oh. Gib mir mal schnell. Ah, beweg deinen Turm. Mein Gott, Alter, wie ich ihn einfach nicht töten kann. Ne? Wie? Auch wieder typisch, ne? Keiner will mir helfen. Die machen alle ihr scheiß eigenes Ding, liebe Zuschauer. Dann seht ihr natürlich die Action nicht. Hallo? Zava. Okay. Dachte schon, ich bin schon wieder weg. Nee, du bist noch da. Ja, hast dich nur angelegt gefühlt. Nein, ich habe nur mich umgeschaut. Nicht, dass dir irgendjemand dich direkt wieder hier so tötet und so. Das ist ein Wrack, das ist ein Wrack, okay. Wenn man sich vor seinem eigenen Wrack erschreckt. Na, mittlerweile sind mir Wracks mit Büschen dran suspekt. Ich habe auch schon Gegner gesehen, die so gerendert wurden seit dem Update. Ist ja viel schlimmer, wenn dann es dann wieder so kommt, dass die erst als Wrack rendern, als Tod rendern, wenn die halt genau hinschaust. Ja. Das Ding steht da immer noch. Grade. Ja, da ist was dann was lang gegangen. Ja, das ist der AS-42, diese Flak. Mit der 20er. Ja, ich geh jetzt hin. Bei meinem Glück fährt der dann jetzt links rum und killt mich. Okay, ich glaube, der steht da noch. Links von dir. Sicher, dass der links steht, weil rechts sind gerade schon hergekommen. Dann guck danach. Das ist ein Italiener auch, aber der ist nur. Der ist jetzt in einem Gisch, nee, vor mir ist er. Wow, der kann mich echt rausnehmen. Oh, verdammt. Ach Mann, jetzt hat er mich schon zum zweiten Mal gekillt. Ist doch nicht sein Ernst, wozu habe ich denn Panzerung? Du hast nicht wirklich Panzerung gegen die 20er. Die kommen alle da durch. Also eben in meinem Testspiel hat es funktioniert. Sogar der Panzer 2 nicht durchgekommen. Naja, was soll's. Ich hab ja nochmal Panzerung. Ja, 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 ja. Das Einzige, wo die Franzosen halbwegs ein Load hier üben können, ist Panzerung. True. Kanonenkacke, Geschwindigkeitkacke, außer bei dem Radfahrzeug. Flakke ist noch gut, also die ist wirklich gut. Die mit den vier MGs meinst du? Ja. Ja gut, die schreddert als halt. Ja, als Low-Tier-Flag gegen die langsamen Flugzeuge auf dem Battle Rating ist einfach top. Ja. Vielleicht sollten wir zusammenbleiben. Ja, ich war deswegen gerade extra langsam, damit du aufholen kannst. Ja. Na verdammt, das ist aus meinem Sichtfeld gefahren, da ist eine, diese 15 cm Wirtgang. Sie fahren ja auch überall rum. Alles mit uns. Schön den ersten Gang schalten und stabilisiert dahin rollen. Ich glaube, er ist tot.
Ja, da brennt was. Aber das war nicht die Derp-Gun. Wo war der denn mit der Derp? Der ist hinter diesem Haus hier lang gefahren. Also rechts rum jetzt hier. Oh, oh, von hinten kommt ein Japaner. Okay. Ups. Gut, dass die auch im Load hier leiden. Warte, wer hat gerade unsere Flagge? Naja, wir sollten mal zu A. Nee, warte mal, da vorne, ich glaube, der lebt noch. Verdammt, da stand zwischen den Wracks. Tja, ne? Dann spiele ich halt Wrack. Wrack, genau. Ja, spiel du mal Wrack. Wrack spiele ich auch, aber erstmal Flak. Ey, ernsthaft. Eine 20er im Load hier, das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, jetzt werde ich mal einen Panzer 2 zerlegen. Naja, dann muss es jetzt die Flak richten, die mega starke. Ja, brennen, Flugzeug, brennen, haha. Ich gucke immer noch gerne hinterher, wenn Flugzeuge abstürzen. Das ist schön. Ach Gott, die geht ja gar nicht von da vorne runter. Nee. Dafür müssten die vorne aussteigen. Oh, 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 lass das. Ah, das sieht so schön aus. So, ja, du brennst, das ist nicht schön, aber das Flugzeug, was da am Platz, das war schön. Ja, das war wirklich schön. Ich liebe es auch. Jetzt kommen wir noch in unseren Spawn gefahren. Ich habe überlebt. So, jetzt bitte, Gaijin, gib uns eine Map, wo wir den Panzer mal richtig zeigen können. Yay, Ersatzteile, Löschzeug, Gleisketten. Oh, nur drei Sachen. Schäm dich. Eine neue Lackierung für den D2. Oh. Mhm. Aha. Da fehlt noch ein grünes Lämpchen bei dir. Ne, ich muss erst die Dings hier verknüpfen. Wenn ich schon nichts Neues setzen kann, dann verknüpfe ich immerhin die alten Sachen. Welche Folge ist denn das jetzt? Kurz vor 300. 296. Leute, ich plane by the way eine kleine Änderung, wenn ich krass drüber nachdenke. Dass bald die 300. Folge ist. Ich bin am Überlegen, über einen anderen Rahmen, über eine andere Darstellung der Thumbnails. Falls ihr also Ideen habt, könnt ihr sie mir gerne erzählen oder schicken über Discord. Mindestens 1920x1080. Das war doch das richtige Format, oder? ja, also... Ich bin mit diesem Balken nicht mehr ganz so zufrieden. Das sieht mittlerweile so ein bisschen lieblos aus. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Okay, der Schnee sieht irgendwie komisch aus. So, texturarm. Sah der nicht früher besser aus? Nee, Schnee war noch nie schön in diesem Spiel. Okay. Es geht. Also einige Bodentexturen sehen wirklich besser aus jetzt. Also ich finde den hier furchtbar. Ich finde, er sieht realer aus.
als vorher. Boah. Ich habe so lange keinen richtigen Schnee mehr gesehen, ich kann das nicht mehr sagen. Ich will gar keinen richtigen Schnee mehr sehen. Oh, ich hoffe nur ehrlich, Sommer, dass ich dieses Weihnachten oder zumindest irgendwann im Januar mal Schnee bekomme, sonst werde ich wirklich depressiv. Da wandere ich aus, Norwegen, juhu. Da kannst du einem Wintermensch nicht zumuten. Wenigstens 2-3 Tage im Jahr, bitte. Ja, und die ganzen Geschäfte gehen jetzt schon voll ab mit ihren Weihnachtssachen. Na, schon lange. Oh, da vorne ist direkt was. Haha. Hätte ich nicht getroffen? Hat er daneben geschossen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe keinen Schaden. Doch, den hast du ganz sicher. Ja, keinen Schaden. Kein Schaden beim Panzer. Nicht das andere. Ich hab das Gefühl, ich werde schon wieder das krank. Ich hab das Gefühl, da oben steht gleich was. Oh ja. Wo? Direkt links vor uns. Ist mich! Der ist komplett leer im Turm. Der ist komplett leer im Turm, mach ihn fertig. Grün D. Das Ding schwankt so übertrieben nach. Ja, das schon. Aber wenn man IKV gewohnt ist, geht das. Ja, das stimmt. Ah, nee, ich will jetzt nicht mitten reinfahren. Ich will eigentlich jemanden von unserem Team da reinschicken, aber wo sind die? Ja, unser Team ist so ein bisschen weg. Die machen wie ihr eigenes Ding, die hören gar nicht auf uns. Ja, was soll denn das? Das ist ja fast, als würden wir War Thunder spielen. Unsere Teammates wieder. Ach, ja, du bist Captain. Wir halt ohne die rein und. Ja, was sollen wir sonst machen? Wir sind Panzer 2. Etwas. Okay. Das ist etwas für unser Team. Den wirst du jetzt wahrscheinlich gleich anlocken. Das ist gut. Der ist jetzt gleich auf der Hauptstraße hier. Also pass auf, stell dich nicht zu ja, so offen ich hin. Ich hab ihn gesehen, ja. Aber er ist sonst wieder verpisst. Es war noch ein Panzer 3 jetzt im C. Aber ich hab ihn. Da war ein Panzer 3. Oh, Flugzeug. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug ist. Nein, Flugzeug ist kacke. Lass das. Oh, well done, Panzer, well done. Das Leben gekostet. Das sah schick aus. Das sah schick aus. Also, man mag über die neue Grafik echt sagen, was man will. Manche Sachen finde ich gut, manche schlecht, aber die Flugzeuge, die sterben mittlerweile echt schön. Es ist so richtig befriedigend, wenn du jetzt einen Flieger killst, finde ich. Aber er muss brennen. Natürlich. Wenn er brennt, dann sieht es gut aus. Alles andere ist so langweilig. Aber wenn er brennt, dann... Ich höre schon wieder ein Flugzeug. Hör auf, ich habe mir gerade das neue Mannequin geholt. Er fliegt wahrscheinlich mich an, weil ich mich gerade bewege. Ich verstecke mich gerade unterm Haus. Nee, er fliegt im Boden. Alter, was ist denn los mit dem? Ist er jetzt ungefähr in dieselbe Stelle geflogen wie der andere vorher? Ja. Okay, dann ist es gut, dass ich da einen Magnet habe liegen lassen. Worm-Style. So, okay, da oben ist ein... ...noch von uns. Los, ich komme nicht durch die Mauer. Ich finde das gerade interessant, weißt du, es lebt noch alles. Bis auf 2 Gegner ist alles noch am Leben und ich sehe keinen hier. Oh, direkt vor mir, verdammt. Hier. Oh, abgeprallt. Oh, cool. Der da? Da hinter ist auch noch ein. Ja, da hinter ist auch noch einer. Fährt der auf dich dort zu? Und nee, der hat mich brennend geschossen. Hat getötet. Wir sind zu zweit. Hab's gesehen. Ach, was. Ey, diese Kanone. Wenn die stabiler wäre. Ich hab. So blöd das klingt, ich hab's Rohr nicht hochgekriegt. Naja, ein Jahr älter und dann passiert sowas. Oh, ey, das war die Hölle. Von Freitag auf Samstag. Ich bin auf, von Freitag auf Samstag, mein 30-jähriger Geburtstag war da. Und ja, ich bin ins Bett. Ziemlich früh, weil ich saumüde war. Und dann wache ich auf und tut als erstes die Hüfte weh. Sagt der Körper direkt, so, jetzt darf ich es dir auch zeigen, ja, wie alt jetzt. Du bist. Jetzt ist es vorbei. Ja, der Verfall beginnt.
Das ist eine schöne Zeit, aber ich denke nicht, sie kommt zurück. Warte! Ja, ich warte. Also das waren Panzer 3 und ich glaube ein 4er nach der Kanone. Oder was hat dich gekillt? Ein 3er. Ha! Oh mein Gott, ey, ich muss ins Bett. Ja, das Gefühl habe ich auch. Mama, ich brauche Schlaf. Und dann schleichen wir uns mal an. Hey, der hat ganz gut Depression. Ja. Das hat er wirklich. Ja, ich weiß, dass ich zurück zum Schlachtfeld soll. Das musst du mir jetzt nicht dauernd in die Fresse blinken. Oh, verdammt. Hm. Oh, verdammt. Das ist auch verdammt. Ja. Oh. Ja, ja. Das ist einer. Wo ist der andere? Natürlich kommt er mit der U. Nein, schön. Ich fahr mal woanders hin. Ja. So ein dunkler... Aua. So ein dunkler Fleck im Schnee. Ah, der ist jetzt bei dem da oben. Hab ihn. Sehr gut. Wow, bei mir ist nur alles gelb. Ich hab's überlebt. Was hältst du denn bitte aus? Alles. Ich bin... Strong Tank. Ah ne, das ist nicht die U, das ist das Floatplane. Ich habe meinen Lorrain-Panzer in Russland bauen lassen. Lorraine? Der hat jetzt, der ist aus T-34 Fahrerluken gebaut. Nimm noch die Tiger-Fahrerschlitz. Die sind beide sehr gut. Nee. Ich nehme den T-34 Fahrerluken-Dings. Deswegen ist auch mein Fahrer jetzt ein bisschen gelb. Und mein Kühler. Ich stelle mich mal hier neben die Hundehütte. Mein Panzer ist nicht wirklich viel größer. Oh, ich glaube, das Ding kann man auch nicht wirklich Panzer nennen. Nee. Also wenn ich recht informiert bin, ist das ein Munitionsschlepper. Der sich ein bisschen verteidigen kann. Auf den haben sie eine Kanone behelfsmäßig draufgeschnallt. Ich meine, man sieht's, das ist einfach festgenietet. Dass das überhaupt hebt. Ich sehe gerade, der Panzer gerade, der hat mir in die Kanone vorne geschossen. Ich sehe sogar das Einschlagsloch, aber es ist trotzdem nichts passiert. Also, dieses Spiel meint Gajin ist gut mit mir. So it seems. Okay, da oben scheint was zu sein. Ja, da ist was, scheiße, nicht mit einem G-Abschlag. Nein. Kommt das? Ja, es kommt jetzt runter Richtung C. Die Hauptstraße runter. Boah, ey, Kumpel, krieg das Rohr mal hoch. Das war der Pasta-Boy, oder? Na gut, dieser kleine Schwede. Ach, Schwede. Verdammt, die Dinger sind noch super dick gepanzert. Ja, ich komme mal aus der Luft. Nein. Hinter mir ist gerade der 15 cm aufgetaucht. Einfach so. Oh mein Gott, unser Team ist schon wieder so auseinandergenommen worden. Oh, das ist der große Schwede. Das ist, hier, das Ofenrohr.
das Ofenrohr mal gehabt. Also dann damit. Man darf nicht drin setzen. Das heißt, oh, verdammt. Ja, von beiden Seiten. Fuego. Ja, Fuego. Das war ein bisschen spät, Hemp. Boah, also. Ups. Ups. Das war so nicht geplant, aber. Okay. Ich finde das kleine Ding. So. Ich finde es süß. Aber die Kanone wackelt mir echt zu arg. Also, das ist, wenn du mal eine Stellung hast, sicherlich gut, aber diese Maps, die wir gerade hatten, waren echt nicht förderlich. Nee, das stimmt. Das, für bestimmte Maps ist das Ding, mit, vor allem mit der Kanone auf dem BR, ist das schon gut. Ach Gott, wie heißt die Map wieder? Warte, welche ist das? Mit den Kasernen auf der einen Seite. Ich sollte mir echt mal die Map-Namen merken. Karelien, glaube ich. Nee, Karelien ist, glaube ich, die andere. Oder das ist doch nicht, Karelien. Das ist Karelien? Auf der anderen Seite. Ich glaube, es ist Karelien. Ach Gott, diese Vorschaubilder sind halt auch nicht hilfreich, ne? Ich fände es auch gut, wenn die nach Buchstaben nach vorne sortiert werden. Nee, ist nicht Karelien. Doch, ist Karelien. Okay, also ich glaube, da auf der Map könnte man mit dem Ding echt Spaß haben. Auf Mostock auch. Ja. Zumindest im Lobbyarm. Ja. Leute, schreibt es mal in die Comments, ob ihr mit dem Ding schon Spaß hattet, ob ihr es gerne nochmal sehen würdet, wenn es ausgebaut ist. Und ob ihr es überhaupt spielt, weil es ein Franzose ist. Ja, diese Abneigung habe ich mittlerweile überwunden, aber viele haben die noch. Ja, und falls ihr Wünsche habt, schreibt sie auch in die Comments. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.